Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, natürlich am Montag. Ja, Wochenende war ja ziemlich hart gewesen. Erstmal war sehr viel los und dann hatten wir am Sonntag noch Zeitumstellung. Ich hoffe, ihr habt das alle mitbekommen und lauft nicht noch eine Stunde zurück rum. Das heißt, eigentlich haben wir ja jetzt, können wir ja länger ausschlafen, ne? Müssen wir eigentlich ein bisschen fitter sein. Jetzt ist jedenfalls Winterzeit. Das hat auch das Wetter gemerkt. Samstag war noch richtig schönes Wetter gewesen. Da war es ja noch richtig warm, fast an die 20 Grad warm. Und gestern war es schon wieder richtig kühl und nass und ein bisschen regnerisch. Und auch heute merkt man, dass so langsam doch der Winter Einzug halten will. Es ist zwar noch kein Schnee, aber ich habe was gehört, es soll Frost geben die Nächte. Aber da können wir Matze nachher noch mal ranlassen. Der kennt sich damit besser aus und kümmert sich um das Wetter hier bei Borgheide News TV. Jo, was hatten wir denn gehabt? Feuer und Flamme war in Borgheide gewesen. Nicht nur in Borgheide, sondern im ganzen Kreis Potsdam-Mittelmark, wenn man so will. Und zwar haben sich dort die ganzen Museen beteiligt an dieser Feuer- und Flamme-Aktion. Unter anderem natürlich die Hans-Grade-Gesellschaft auf dem Flughafen im Verbund mit den Vereinen und der Gemeinde. Ja, BNTV ging in die Luft. Wie das aussah, das könnt ihr hier in dem kurzen Video mal sehen. So, oh, Matze. Läuft es schon? Ja, läuft es schon? Läuft es? Ja, es läuft. Wir sind kurz vorm Abflug hier aus Borgheide. Ja, hallo Borgheide. Sierra Tango Echo heißt das hier, die IL 18. Genau. Und ready for take-off, würde ich sagen. Hast du schon mit dem Tower telefoniert? Hab vergessen. Wir haben uns gar nicht angemeldet. Aber wir fliegen ohne. Lass mal. Mach mal, du hast den Radar. Melde uns mal an zum Abflug. Also wir hauen jetzt ab. Wir fliegen von... Jetzt steht irgendwas mit... Tuschenje. Vojara. Ist das wichtig? Wir fliegen jetzt von Borgheide nach Borgheide. Und zurück. Ja, der Flieger ist voll hinten. Die Stewardessen laufen auch rum, schon rum. Verkaufen Zigaretten. Wo bleiben die Getränke? Wir holen uns nachher ein bisschen. Was ist denn eigentlich, wenn man hier. Nimm die Finger weg da. Der hebt nachher noch ab. Jo. Ja, mach du mal. Ich hab hier. Ich hab frei erstmal. Mittendrin im Flieger, der IL 18 von der Hans-Grade-Gesellschaft hier. Borgheide News TV, kurz vorm Abflug. Wir wollten auch mal so richtig in die Luft gehen. Wir wollten mal so richtig abheben. Genau, mal in die Luft gehen so richtig. Und wir haben tatsächlich mal die Sondererlaubnis gekriegt, hier im Cockpit zu sitzen. Und ja, das Gefühl eines Piloten zu haben. Hier steht übrigens DDR STE dran, ja? Damit auch der Pilot weiß, wo ist. Kannst du auch noch was Nutzbringendes dazu sagen? Ja, Lutze, die Sonne scheint, schönes Wetter heute. Es sind schon ein paar Leute hier auf dem Platz. Also finde ich richtig toll. Schon mal Dank an alle, die hier sind. Ja. Und das war so der letzte Museumstag hier für 2019. Ja, genau. Und 2019 ist übrigens 30 Jahre Jubiläum der Landung dieses Fliegers hier. Und das ist auch angelegt an der Museumsaktion Feuer und Flamme vom Potsdam-Mittelmark, wo ja viele Museen dran teilnehmen. Ja. Und wer es verpasst hat, im nächsten Jahr natürlich wieder. Genau. Und der Flieger steht auch, möchte ich sagen, so fast kurz vor der Restaurierung. Jedenfalls wird daran gearbeitet, dass wir hier die Gelder bekommen für den Flieger. Und Matze, hör auf zu spielen hier. Du machst doch alles kaputt. Wir stürzen nachher noch ab, wenn wir nachher oben sind. Ja. Wir haben eh bloß einen halbvollen Tank. Kann man eigentlich mit Lichthupe wen weghupen? Gut, tschüss jetzt hier. Aus. Ja, wir machen Schuss. Tschüss. Hör auf jetzt. Das ist gut. Danke. Gerne. Der macht nur Blödsinn. Ja, wir hatten das Glück, mal vorn im Flieger sitzen zu dürfen. Jetzt fühlen wir uns schon wie ein paar Piloten. Der Tag war natürlich richtig gut besucht gewesen. Es gab Bratwürste, Steaks und Buletten. Die waren allerdings nachher schon recht schnell alle, weil viele, viele Gäste dort waren. Auch das Bier war alle gewesen. Nachher zum Schluss gab es noch Flaschenbier. Also man kann gar nicht meckern, weil wirklich viele, viele sich um diesen Tag gekümmert haben. Ob es die Feuerwehr war, ob es die Leute vom Hans-Grade-Verein waren, ob es die DLRG war und wen hatten wir denn noch alles dort gehabt? Ja, die Jungs vom Baum und Borke waren dort gewesen. Der Bürgermeister selbst stand am Zapfhahn. Das Hotel Fliegerheim hatte das Fass Bier gesponsert. Und natürlich wir, Matze und Lutze vom Borgheide News TV, waren auch vor Ort. Schöne Veranstaltung gewesen. Hat sich wirklich gelohnt und der Abend klang dann mit einem schönen, kleinen, netten Feuerwerk vor dem Flieger aus.
Das war es dann auch mit nach dem Aufräumen, war der Tag wirklich gelaufen. Da taten einem die Füße weh, zumal ich zwischendurch noch mal kurz weg war. Und da sind wir schon bei der nächsten Veranstaltung. Und zwar, ich war kurz im Fliegerheim gewesen. Dort fand ab 17 Uhr wieder eine Veranstaltung der Reihe Der besondere Abend von Edda Hage statt. Und die Edda hatte diesmal einen Countertenor zu Gast, und zwar den Nils Wanderer. Und der war in Begleitung von Tabea Hubert mit Cello und Bastian Ulich Cembalo. Jo, und der Saal war auch voll gefüllt gewesen. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Und hier habe ich mal einen kleinen Ausschnitt von dem Countertenor. Ja, muss man mögen, ne? Also ich glaube, das ist nicht jedermanns Musik, Barockmusik, aber man kann sich's anhören. Und wie gesagt, der Saal war auch nicht leer gewesen. Also haben auch diese Countertenöre ihre Fans. So, ja, das soll's jetzt erstmal zu dem gewesen sein. Jetzt kommen wir einfach mal zum Sport. Auch da war eine Menge los gewesen an diesem Wochenende. Erst einmal war am Samstag war die F-Jugend am Samstag unterwegs. Das sind ja die kleinen Fußballer. Nachwuchs braucht der BSV ja immer. Und die haben einen Kantersieg gegen den SG Kaput-Ferch errungen. Und zwar haben sie 19-1 gespielt. Und für die Kicker vom BSV trafen 6-mal Valentin, 6-mal Pepe, 4-mal Emile, 2-mal Jonas und 1-mal Matteo. Mit diesem fulminanten Sieg sicherte sich die Mannschaft den Platz in der oberen Tabellenhälfte. Und am Sonntag ging es ja dann weiter. Wie ja schon angekündigt, war der BSV ja die Herrenmannschaft um 14 Uhr am Start. Aber bevor die gespielt haben, gab es noch ein Spiel der Sportgemeinschaft Brückbockheide, Jahrgang 2009-2010. Das ist die sogenannte E-Jugend. Da war ich dann gleich selber mal hin. Ich bin schon morgens um 10 auf dem Sportplatz gewesen, habe mir mal angeschaut, was die da so machen. Das war eine tolle Leistung der Jungs. Die haben nämlich gegen den Tabellenführer aus Belzig gespielt und haben ihnen gezeigt, wie man im Bockheide Fußball spielt, und haben 7-3 gewonnen. Das war eine perfekte Vorstellung in der ersten Halbzeit. Sie haben hellwach gespielt und haben wirklich zwei schnelle Tore durch Felix und Henry hingelegt. Und dann hat Gustav noch ein Tor geschossen zum 4-0, und ich kriege das gar nicht alles so zusammen. In der zweiten Halbzeit ließen dann die Kräfte etwas nach, entstanden einige Lücken, welche der Gegner auch nutzte. So zum Anschluss doch, die Jungs gaben wieder Gas. 5-1 durch Henry, welcher heute seine läuferisch beste Leistung ablieferte. Durch zwei Umstellungen kam Belzig auf 5-3 heran. Das Ende gehörte wieder unserer Mannschaft. Henry und Felix beendeten dieses exzellente Spiel mit zwei toll herausgespielten Toren. Ja, wie gesagt, 7-3. Großen Respekt vor den Jungs. Da können die Männer sich irgendwann beruhigt aufs alten Teil setzen, wenn sie denn soweit sind. Denn der Nachwuchs wächst wieder heran. So, dann zum Spiel BSV 90 ESV Lok Sedin. Da haben wir wie immer das Interview des Trainers, diesmal auch mit dem Trainer von Lok Sedin. Bitte. Jetzt fällt das Tor. Jetzt fällt das Tor hier. Ihr seht es, hier weg ist es. Jetzt ist das Tor gefallen. Kannst du mich bitte retuschieren? Schon wieder. Raus. Willst du euch rausretuschieren? Das ist ein Meerschweinchen, was er in der Hand hat. Bockheide, BSV 90 gegen Lok Sedin. Ein kleines Benefizkonzert. Konzert ist gut, Spiel. Ja. Wir fangen einfach mal mit dem Trainer von Lok Sedin an, der sich hier mit zur Verfügung gestellt hat für ein Gespräch. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Spende, die du mit die Mannschaft hier mit übergeben hat. Dein Fazit zum Spiel, kannst du was dazu sagen? Ja, wir sind gut ins Spiel gekommen. Bockheide hat dann unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Wir haben sie ja quasi eingeladen, die Tore zu schießen heute. Haben dann in der zweiten Halbzeit leider zu spät angefangen, selber den Druck aufzubauen. Ich glaube, da ist Bockheide, sind wir uns einig, da sind sie ein bisschen ins Schwimmen gekommen.
wir nutzen unsere Chancen nicht. Das war heute der entscheidende Faktor, dass Borkheide hier die 3 Punkte mitnimmt. War ein Kälter vorm Tor. Genau, ich würde sagen, es war ein ziemlich schnelles Spiel. Markus, wie sieht es bei dir aus? Was sagst du dazu? Ja, ich kann das bestätigen. Also ich finde, in der ersten Halbzeit war es eigentlich noch recht neutral. Vielleicht hatten wir ein Tickchen mehr Spielanteil, aber jetzt auch nicht viel mehr gefährliche Chancen in dem Sinne. Und Sedin fand ich auch eigentlich auch nach dem Rückstand ein bisschen passiv, eigentlich in der ersten Halbzeit so. Das konnten wir eigentlich auch ganz gut nutzen, hätten wir sogar noch besser nutzen müssen mit noch ruhigerem Spiel sozusagen. Ja, und dann mit dem 2-0, mit den 2 eiskalten Dingern geht man dann die Halbzeit, das ist ganz okay. Und dann bei 2-1 haben wir ein bisschen auch Glück gehabt, sage ich mal, dass wir danach gleich dieses 3-1 machen. Ja, das war ja wirklich kurz danach gleich wieder, ein 2-Tore-Abstand wieder hergestellt. Ja, und dann sind wir tatsächlich ein bisschen in Schwimmen gekommen. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, wesentlich ruhiger zu spielen, gerade mit so einem, sage ich mal, mit so einem Vorsprung. Und dann hatten wir auch gesehen, dass Sedin recht dicht verteidigt hinten mit vielen Leuten. Also denkt man, okay, dann kann man ja vorne ein bisschen bei sich hinten ein bisschen rumspielen. So viele laufen dann nicht an. Das haben wir nicht gut gemacht. Da haben wir viele Bälle verloren, haben sie eingeladen. Und dann müssen wir uns bei unserem Torwart bedanken. Ne? Also da 2-3 Mal, wo die Leute auf unseren Torwart zulaufen, wo er noch den Ball dann irgendwie zur Seite weglenkt oder sowas, ja, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn du da noch ein paar reinkriegst. Sonst. Aber so nehmen wir es mal mit, ne? Da muss man kämpfen bis zum Ende und das ist ein dreckiger Sieg, aber den nimmt man dann auch mit. Dreckiger Sieg, habe ich so noch nicht gehört. Ja, kann vielleicht so sein, aber tatsächlich haben wir gesiegt, nicht so wie letztes Wochenende. Lok Sedin stehen ja in der Tabelle unter uns, ein Punkt unter uns, habe ich gesehen, nee, ein Punkt, ein Platz unter uns. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Punkten aussieht, aber ihr habt euch auch noch ein bisschen was versprochen in dieser Saison, ne? Ja, wir wollten schon oben angreifen, sind gut in die Saison gekommen. Die letzten 10 Jahre war die Hinrunde immer sehr schlecht. Man musste in der Rückrunde angreifen. Dieses Jahr wollten wir Hin- und Rückrunde wunderbar spielen, aber wie halt bei Borkheide wahrscheinlich auch ist, dann fehlt mal der ein oder andere Arbeit, Verletzung, jedes Mal eine neue Truppe auf dem Platz, jedes Wochenende nicht eingespielt. Da muss man immer ein bisschen Glück haben, dass der Gegner auch nicht die beste Mannschaft dabei hat. Mhm. Ja, von Spiel zu Spiel mal gucken. Ja, ich habe es schon gesehen. Also ihr habt tatsächlich in der zweiten Halbzeit angegriffen, nicht in der ersten, ja. So richtig. Aber Borkheide hat auch eine stattliche Anzahl von Verletzten mittlerweile. Vom letzten Spiel auch noch einer dazugekommen. Kreuzband, Meniskus, Innenband, alles gerissen. Also die nächsten paar Monate außer Gefecht? Ja, da wird erst im Dezember operiert. Also ich gehe nicht davon aus, dass er die Saison noch wieder mitspielt. Also dementsprechend hoffen wir, dass er einfach zur nächsten Saison irgendwann dann das doch wieder schafft. Okay, Markus, mit dem Publikum warst du zufrieden? Ja, also ist doch schön. Ich hoffe, dass einige auch gekommen sind wegen dem Spendenaufruf und dann im Endeffekt auch ein schönes Spiel gesehen haben. Also ich fand das Spiel schön und spannend, vor allen Dingen auch zum Ende dann auf jeden Fall, weil da noch, hätte auch noch ein 4-2 fallen können mit einem guten Konter, ja, wenn wir den besser ausspielen oder so. Aber es hätte natürlich auch noch das 3-3 fallen können, weil sie dann gedrückt haben. Also somit ist es doch ganz schön. Und ich glaube mal, für das Wetter hat jetzt zwar nicht geregnet, aber sah mal nach Regen aus, ist doch ganz schön gewesen. Ja. Ich denke mal, unsere 100 oder ein bisschen über 100 haben wir doch auf jeden Fall wieder gehabt. Ne? Ja, sah recht voll aus. Ich habe es nicht geschafft zu zählen. Ich war mal aufgeregt hier, wenn die Bälle hin und her gehen. Manchmal bin ich so geneigt, mal selber aufs Spielfeld zu rennen. Aber ich glaube, wir fangen an zu husten bis zum nächsten Tor. Lass mal lieber bleiben. Ja. Also finde ich gut, war ein gutes Spiel gewesen. Wir haben wieder mal glücklich gewonnen. Wir sind ja doch eine verwöhnte Mannschaft mittlerweile, würde ich fast so behaupten. Glückwunsch der Mannschaft natürlich, Glückwunsch auch der Verlierermannschaft. Ich denke mal, das wird ja nicht so bleiben. Ihr werdet noch ein paar Siege einfahren in dieser Saison. Ne? Das ist ein Glückwunsch schon für die nächsten Siege. Das macht er jedes Mal, wenn wir verloren haben. Glückwunsch trotzdem. Ich verstehe das gar nicht. Okay, vielen Dank fürs Gespräch, Markus. Ja. Und noch. Und der Familie noch ganz viel Kraft war in dieser schweren Zeit. Wir sehen uns übrigens wieder nächstes Wochenende. Nee, da sehen wir uns leider nicht wieder, weil das ist in Michendorf das nächste Spiel, habe ich gehört. Da kann ich leider nicht, weil ich bin persönlich außer Gefecht. Das heißt, wir haben gar keine Borkheide News TV Team da. Ihr müsst mal Handyfotos machen. Wir machen Handyfotos. Wir drücken euch trotzdem die Daumen. Nächsten Sonntag 14 Uhr in Michendorf gegen den Tabellenführenden. Ich glaube ja, ne? Ja. Toi, 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 Jungs. Bis dann. Ja, ihr habt es gesehen. Da haben wir ein bisschen was durcheinander gebracht. Das nächste Spiel geht nicht gegen Michendorf, sondern gegen Wittbrietzen. Aber das kann mal passieren im Eifer des Gefechts. Da schauen wir dann nicht nochmal in die Liste. So, jetzt, das war's beim Sport. Lassen wir jetzt Matze den Vortritt. Matze, wie sieht's denn aus mit dem Wetter in der kommenden Woche? Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Langes Wochenende gewesen, da ist man etwas geplättet, aber auch am Montag muss man wieder auf der Matte stehen. Da bin ich, weiter geht's.
O bis O ist das Stichwort, denn morgen maximal noch 10 Grad und danach wird es in der Woche nur noch einstellige Tageswerte geben und auch in der Nacht kann es schon beginnen mit Nachtfrost. Das heißt, die Winterreifen müssen raus und im Garten nochmal gucken, da liegen sicher noch einige Wasserschläuche rum, die jetzt auch noch entleert werden müssen. Somit würde ich sagen, passt frühmorgens gut auf im Verkehr. Es kann wirklich sein, dass es hier und da in einigen Stellen im Wald auch schon mal überfrierende Nässe geben kann. Ansonsten kommt gut durch die Woche, unfallfrei. Bis nächste Woche. Tschüss. Okay, es bleibt also etwas kühler. Die Woche ist ja sowieso sehr kurz, geht nur bis Mittwoch. Donnerstag ist Halloween, Feiertag. Überhaupt, jetzt ist Halloween ist natürlich nicht der Feiertag, sondern Allerheiligen, aber Halloween ist trotzdem am 31. und am 1. wird von vielen als Brückentag genutzt. Genießt die kurze Woche, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin alles Gute, euer Lutze und tschüss!